Das Creators-Programm ist ein Programmier-Lernerfahrungsprogramm gemeinsam mit unseren Partnern CodeDoor, um ja, unseren Jugendlichen der Startstiftung dabei zu begleiten, erste Programmiererfahrungen zu lernen und sich mal auszuprobieren. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass ja die Jugendlichen wirklich Probleme identifiziert und bearbeitet haben, die aus ihrem eigenen Lebensumfeld stammen. Und zu sehen, was sie sich da ausgesucht haben und was sie genutzt haben, um dafür digitale Lösungen zu entwickeln, das finde ich jetzt einfach den spannenden Punkt. Wir haben eine App namens Vision gebaut, mit der man verschiedene Engagementmöglichkeiten innerhalb seiner Umgebung finden kann, um sich einfach gesellschaftlich mehr zu engagieren. Unsere App heißt Easy Documents und hilft den Menschen bei der deutschen Bürokratie, bei Finden von Formularen und bei deren Ausfüllen. In meiner App geht es darum, jugendliches Engagement zu vereinfachen und die Träger mit den Jugendlichen zu verbinden. Das, was die Stipendiatinnen hier verbindet, ist vor allem das Engagement. Und zwischendurch ging es ihnen tatsächlich zu langsam. Sobald wir denen dann aber angefangen haben, das Programmieren selbst beizubringen und die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen haben, dann sind wir wie eine Rakete durchgestartet. Es wäre auch sehr schön gewesen, einfach zuzusehen, wie sie einfach in den letzten 6 Monaten auch gewachsen sind und wie viel sie einfach auch gelernt haben und was sie so an frischem Wind an Ideen mitbringen. Wir wollen der Start sein, wir wollen der Anfang sein für etwas Neues und ich glaube, da geben wir den Jugendlichen einen unglaublich schönen Impuls und wir glauben ja auch an die Macht oder an die Fähigkeit, die Welt mitzugestalten und mitzuverändern. Und das Programmieren, Lernen ist ein Werkzeug dafür. Und Erwachsene denken natürlich, überlegen sich, okay, was kann ich tun, um meine sozioökonomische Situation zu verbessern oder ähnliches. Und Jugendliche sind ja wirklich viel klarer darauf konzentriert, wie wird es besser, jetzt, für mich, für die Menschen, die ich liebe. So, und das finde ich einfach schön. Und als man dann den Kindergarten gestern auch auf der Bühne gesehen hat, hat man schon so leichte, stolze Mama-Gefühle bekommen. Und sie einfach zu sehen, wie sie dann wirklich auch Freude in den gesamten 6 Monaten hatten und dann sie auch einfach ihre Ergebnisse präsentiert haben. Ich konnte mich auf die Kolleginnen von CodeDoor verlassen, auf die Tutorinnen und Tutoren, aber auch auf die Teilnehmenden. Und es waren alle sehr offen gegenüber diesen Herausforderungen und auch sehr offen gegenüber dem Lernen, was ja damit einhergeht, wenn man Herausforderungen meistert. Die Präsentationen waren großartig. Es waren super nice Ideen dabei, wo man selbst geflasht war, auch als Tutor, das nochmal irgendwie als Ganzes zu sehen. Aber der Lernprozess war, denke ich mal, mit am wichtigsten. Es gab das Programmieren, es gab das Design, es gab generell, es war für jeden was dabei. Und bei jedem waren dann die Stärken herauszuholen. Und die Teamer, die haben uns das so gut erklärt, die haben es wiederholt und wiederholt, bis wir es endlich verstehen. Informatik, Programmieren war für mich irgendwie immer so eine geschlossene Tür. Und sie wurde jetzt auf jeden Fall geöffnet und ich habe einen ganz anderen Einblick da rein bekommen und ich konnte sehr viel lernen. Wir wollen das Creators-Programm auf jeden Fall weiterentwickeln, weiterfahren. Wir wollen noch mehr Jugendliche aufnehmen und noch mehr Jugendlichen die Möglichkeit geben, am Creators-Programm teilnehmen zu können und weiterhin Lösungen zu entwickeln für Probleme, die sie erkennen.